Matchtag FC Zürich gegen FC Sion. Das Spiel bin ich heute im Letzigerum mit zwei Kollegen bei gutem Wetter geschaut. Im Stadion angekommen sind wir dann zuerst Stadionfood mit den Jungs getischt. Der Letziburger, den man selber überlegen kann, war wirklich sehr fein gewesen. Chicken Nuggets und Pommes und das Bier auch top gewesen. Kennt ihr aber die Kollegen, die zuerst sagen, sie brauchen nichts und nachher lange ständig mit ihren grusigen Wurstfingern die in Pommes sind. Und weil er sich dann nach zwei Bier schon nicht mehr gespürt, lernt er mich dann auch gerade noch aus. Super Begleitschaft habe ich dir. Ah, schau, da, Handvoll Sion-Fans hat es auch noch in Letzig geschafft. Die Zürcher hebt dann ihre Schale auf und der Blerium führt noch irgendein Jubiläum. Dann ist das Spiel losgegangen und die Südkurve macht schon von Anfang an richtig geile Stimmung. Auch die Sion-Fans haben es lustig in ihrem leeren Sektor. Die haben auch etwas zu feiern, weil Sion geht überraschenderweise mit 1-0 in Führung. Dann schaue ich in den Gästensektor rüber und was haben die echt nur vor mit ihrem Tuch? Nein, es ist einfach immer wieder das Gleiche, die können es einfach nicht lassen. Zürich bekommt dann einen Penalty über, ich habe mich in der Zwischenzeit beruhigt, der Blerium macht den Penalty souverän und die Südkurve explodiert. Denen vor uns ist es kein langweilig, sie haben einfach Online-Casino gespielt. Zum Glück sind ich und der Kollege nicht die einzigen Spielsüchtigen mit unserem Sportwetten. Und dann hat sich mega über das Spiel aufgeregt. Sion bekommt dann